Ja, willkommen und herzlich Glückwunsch. Wir sind einmal nach dem Livestream und haben jetzt hier schon etwas gebaut, wie ihr seht. Für alle, die den Livestream nicht gesehen haben, auf Twitch könnt ihr das nochmal ja, nachverfolgen, nochmal nachschauen. Mit dabei ist unsere Omega, hallo. Tachchen. Tschüss. Und wir haben natürlich den Karmin Zock dabei. Hallöchen. Ja, hallo und servus. Uns ist dann aufgefallen mit etwas mehr Alkohol im Blut, dass dieser Bau hier nicht ganz synchron ist. Aber es ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Nicht schön, aber selten. Ach ja, gibt Schlimmeres, glaube ich. Wir würden jetzt hier oben drüber noch eine Schicht draufbauen, sodass wir hier noch eine Höhendecke von 4 haben. 5, Entschuldigung. Ach, den Arme. Ich guck hier ein bisschen mehr den Bauern hier. Sieht aus wie ein Knast. Ja. Ja, genau, hier soll noch ein bisschen quasi Raum entstehen, dass, falls hier später sich die Leichenberge türmen, dass hier ein bisschen was Platz hat. Prisoner. Na. Und dann müsst ihr draußen einmal hier an den Türmen 3 Reihe Spikies gesetzt werden, weil wenn man in dem Turm drinne steht, sonst die Zombies ja quasi auf die Dinger hier schlagen und dann fällt ja auch bloß alles zusammen. Deswegen muss eigentlich hier auch eine Verteidigung drumherum und noch eine Wand dran. Das heißt eine Doppelwand, damit die Zombies ein bisschen länger brauchen. Ja, das heißt, wir haben ja schon was vorbereitet in der letzten Folge. Das ganze Material ist hinten natürlich in unserem eigentlichen Bau. Muss ich wiederholen. Und was zu essen brauchen wir? Wir haben hier was zu Fleischhaltiges, das nehme ich mal alles mit rüber. So. Trinken haben wir auch noch ein bisschen was. Ich würde sagen, Omme könnte sich ja ein bisschen um die Jagd kümmern. Ich muss erstmal meinen Rucksack, glaube ich, wiederholen. Einmal gestorben. Bedeutet schwierig. Ach, ich. Genau, schwierig. Ich wollte noch schauen, ob ich irgendwo ein bisschen Lead finde, dass wir ein bisschen Munition machen können. Das ist in der Höhle drin, oder? Nee, nämlich genau nicht. Das ist das Problem. Hat er nicht noch eine Höhle? Eine extra Höhle? Ein extra Eingang? Ja, aber da war leider nichts. Von dem her wollte ich noch mal gucken, ob ich irgendwo was finde. Ich habe hier Mein noch eine Rucksack Höhle, ist mir zu weit wahrscheinlich. weg. Eine Höhle im Osten. Können alle dahin gehen? Ja, ab in die Höhle im Osten. Ja. Sagen wir. Lass uns mal gehen, kommt. Muss ich mich nur noch kurz hier rein übergeben. Metal Strips hat noch einer mit, oder? Ja, ich Ja, habe ich. gut Eisen dabei. 4x64. 4x64. Ein bisschen unverschämt, ne, mein Freund? Nein. Ja. Bei dem Eisen, was wir oben haben, ist das nicht unverschämt, da ist das noch Nee. höflich. In dem Livestream haben wir gut was geschafft, also. In dem Rucksack ist was für Oma. Ein Wooden Spike wünsche ich mir. Nein, eine Ich weiß gar nicht. Iron Ich muss dich mal Chest. tracken, ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich laufe vor dem Kreis. Ah. Ja, Iron. Den Airdrop haben wir ja nicht gefunden, gell? Doch. Nee, das war ein anderes Spiel. Ich habe gestern mit Omen noch normal gespielt. Ach, da habe ich einen Screenshot gesehen, genau. Ja, den habe ich geschickt über Facebook und Twitter. Ja. Und One Home Left hat auch einen ganz lustigen Airdrop gehabt. Es wird auf jeden Fall interessanter, mal reinzugucken. Ich glaube, kommt am Donnerstag. Schleichwerbung. Donnerstag. One Home Left. Nur auf meinem Kanal. Nur auf meinem Kanal. Genau. Kein In der Mann mehr. Primetime. In der Primetime. Ja. Und das täglich.
Das ist ein langer Weg. Wie viele Minuten haben wir denn schon, Arme? Wie viele Minuten? 5. Okay. Nur damit ich weiß. Was hat der Bäcker wieder nicht gestellt? Ja, nicht ganz. Ey, was sind denn schon wieder alle? Die Antibiotika, wenn der Push kommt von der Antibiotika, ist deine Stamina, glaube ich, wieder frisch und dann fliegst du über die Welt. Ja, du kriegst auch plus 1 Stamina dazu immer. Plus 1 Leben Höchstwert und plus 1 Stamina Höchstwert. Das heißt, wenn du 200 Wellness hast, hast du 200 HP und 200 Wellness. 200 Stamina. Ja, rennst du lange. Also, das habe ich gerade in meinem Let's Play, 200 Wellness, das ist gigantisch. Was ist denn eigentlich so normal an der Tag 21 wurde? Wie viel Dudes sind denn das so? Die ganze Nacht. Ja. Wie viel Leute müssen da dann kommen? Die ganze Nacht kommt. Es kommt darauf an, wie viel wegschießt, wie viel noch kommen, wie viel du eingestellt hast. Also wenn ich zum Beispiel auf meinem Server, das sind 99, können damit einmal da sein. Kriegst du 99, wenn du alle 99 weggeschossen hast, kommen neue 99. Ne, ganz so viel waren es nicht, aber... Es kommt darauf an, wie viel du einstellst. Weil so, meistens sind 80. Die müsste man quasi einfach nur bis Tagesanbruch quasi abhalten und dann niedermetzeln. Ja, ja. Ich würde schon, weil... Die haben mich bis Tagesanbruch niedergehalten, genau. Ja, du kannst, wenn du sie abhältst, ich meine, sie sterben wahrscheinlich sowieso, wenn du zum Beispiel Spikes hast und so. Das heißt, du kriegst immer wieder neue. Ich habe da so ein lustiges Video, wo ich und Nomme und so weiter verteidigt haben. Das war ja Tag 3, war das? Nein, das war Tag 36. Tag 36? Oh, Tag 36. Ach, das und war da war eine Community? Horde. Ja, ja. Ja, das war weiß heftig. Ich noch. War das 36 oder 35? Worden. 36 war es, glaube ich. 36. Meine, aber es war 35. Ja, zum Tag 36. Ja, mir egal. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, also Tag 36. Oh, Backe. Der Lars fliegt über die Map, ich glaube, der cheatet. Ja, ich bin Rennbug drin müssen. Hier Höhlen. Jetzt haben wir in unserem kleinen Solo Single Multi einen Ferro-Zombie gesehen aus einer Höhle krabbeln. Tagsüber, ja. Ich hätte dann abends, glaube ich, 5 Stück gehabt. Ja, das ist natürlich nice. 5 oder 6, ich weiß nicht. Ebenso viel Zucker. Und war ganz lustig und zu guter Letzt, es wurde gerade hell, da kommen noch die Kreischer und schreien nochmal so eine halbe Horde zusammen. Und dann stand ich da irgendwie so mit gefühlt 30 Freaks, die alle ein Autogramm wollten von mir. Hier gibt es irgendwie keine Höhle, sah nur so aus. Aber die Feral-Zombies, die sind wirklich hammerhart drauf. Ja, ich habe gestern ja mit einer Armbrust 30 Bolzen auf den Kopf geschossen. Ich hatte die Shotgun, hatte ich dabei. Die war, ich weiß nicht, 580, 590 oder so hat die locker. Und anvisiert 4 Schüsse. Oh, erschreckt mich doch nicht so, Ommel. Und neben mich haltet die Armbrustsau neben das Ohr und drückt ab. Ich würde sagen, gehen wir in verschiedene Himmelsrichtungen, weil sonst finden wir nie Höhlen. Bleib nix. Okay, ausschwärmen. Ja, dann gehe ich nach Südwesten, Südosten. Irgendwo anders hin als hier.
Wobei, da muss ich sagen, ich habe in so einem bergigen Biom aber bis jetzt noch nie eine Höhle gesehen. Ich glaube, hier gibt es keine. Doch. Gibt es auch. Wenn ich eine finde, kriege ich von dir ein Bier. Es gibt auf jeden Fall welche, weil The Good Old Battle Shark hatte auch in dem bergigen. Ach stimmt, doch, ja, da hast du recht. Fluss, aber da hat er auch eine Höhle gehabt. Hat sich nur nicht reingetraut. Schade sowas. Ja, hat aber auch hart gekämpft. Aber die Alpha 12 ist ja jetzt eigentlich für das kommende Wochenende, haben wir gesagt, oder? Nein, Ende des Monats. Ah, das ist doch. Nein, kann doch nächste Woche Montag sein. Kommt davon, wie viel Zeit sie sich lassen. Klappt ja doch noch mit dem Zielen. Nö, ich gehe mal auf die andere Flussseite wieder. Gleich bin ich wieder voll mit allem Leben, das ich verloren hatte vorgestern. Ja, auf jeden Fall, das hügelige Biom ist jetzt weg. Und dann wühle ich gleich mal in den Dreck. Oh, Scrap, wolltest du doch haben, ne? Ja, genau, richtig. Siehst du, ich bring dir wenigstens Lead mit. Oh, das ist lieb. Was ist denn das für? Aus dem Müllsack. Wasch das, bevor es dann mitbringst. Wieso? Das ist steril abgeleckt. Genau, mit der rauen Zunge. Ja. Das sind Alpha 12, wenn man auf diesen Bergen dann hier läuft, dann soll man hier Schnee finden. Okay. Schneekoppe. Fällt mir gerade nur so ein. Ja, mhm. Oh, durchaus. Oh. Ich muss sagen, ich ziel heute so schlecht. Ja, nicht nur du. Nicht nur du. Jetzt bin ich so lange gelaufen, nicht ein Haus gesehen. Das ist auch fragwürdig. Kann natürlich sein, dass ich gleich am Ende der Map ankomme. Und über den Rand runterfällst. Ja. Und auf der anderen Seite wieder hochkommst. Weil die Map bei 7 Days ist eine Scheibe. In der Scheibenwelt. Ja. Ja, ja. Ich glaube, da warst du auch schon der. Häuser. Oder ein Haus. Ein Zeltplatz, glaube ich. Von mir raucht's hier. Ich glaube, da hinten ist ein verbranntes Biom. Ja. Ja. Dann hol mal Kohle. Ah, die gibt's nicht mehr. Nee? Nee, das haben sie. Die war ja früher an der Oberfläche so, das meinst du, gell? Ja. Aber das haben sie rausgenommen. Du musst die verbrannten Dinger, musst du kaputt machen. Die verbrannten Holzstücke. Level up, sehr schön. Falls du das noch nicht gewusst hast. Hier steht am See eine Eisenhütte. Ganz selig alleine. Sieht echt klasse aus. Also ich kann auf jeden Fall Lamp of Coal mitbringen. Bringt aber nicht so viel.
kann die Eisenhütte abbauen. Nee, also Eisen haben wir, glaube ich, genug. Und wenn, haben wir unsere Eisenmine auch noch. Verbranntes, zerstörtes Biom. Voll Deibel. Die Eisenhütte hat aber keinen Eingang. Ah, doch, da. Da kommen die Nachbarn. Da ist doch einer drin, ne? Auf jeden Fall gibt sie sich Mühe, da rauszukommen. Da hat jemand seine Alte drin eingesperrt, ja. Oh, das ist ein Hund. Das kannte ich irgendwoher. Oder ist ein Hund. In den verbrannten Gebieten kann jetzt ja Hunde auch drin sein. Aber so findet man zumindest gut Federn hier, wenn man unterwegs ist auf der Suche. Das stimmt. Mhm. So, was hat sie dabei gehabt? Wahrscheinlich nichts. Hüppala. Hubala. Jo. Dankeschön. Wohlsein, ja. Ich möchte mal wissen, warum einer hier draußen am See eine Garage baut. Er führt das Fischerboot hier. Ah, das Fischerboot. Ich bin gewundert, warum das hier so ist. So, haben wir jetzt was oder nicht? Ja, ich habe einen Eingang. Sehr gut. Komm zu dir. Hier ist es zu heiß hier. So, jetzt wird erstmal hier die böse Knarre ausprobiert. Ja. Es ist ein schöner Gegner, aber. Also, du hast eine Höhle, ja? So weit bin ich ja gar nicht weg von dir. Ja. Ich bin zwar noch dran, weil ich nur noch die Nachbarschaft verjagen muss. Kannst ja nur reingehen, wenn du mit Leuten da reingehst, ey. Kannst du alleine. Nee. Einfach rinnen und Kopfsprung. Zumindest schon mal. Bei den Hunden. Wow, okay. In der Höhle? Nein, da wo ich gerade war. Ist schon mal sehr steil. Mal gucken. Ich hatte letztens mal auf einer anderen Map das furchtbare Glück. Ich habe ein paar Höhlen gefunden und das waren alles Sackgassen und. Wow, wow, wow. Ach du Hacke, okay. Ja. Bein gebrochen. Ja. Weil man in der Höhle einfach aus der Decke runterfällt, dann in so ein Wasserloch rein. Ja, wir kommen dich mal retten, ne? Rettungsaktion Kamin. Aber ich habe Gott sei Dank einen ganzen Arsch voll Bauholz daheim, dabei. Daheim? Daheim, ja. Wohnst du in der Hosentasche? Ja. Aber kein Stoff. In der Hosentasche. Ja, das ist das Motto des Tages. Okay. Ja, dann kommen wir doch schon wieder ans Ende dieses Wandersimulators. Ja, die Folge endet jetzt, ja. Ich komme hier nicht hoch. Aber es ist kein Simulator. Nee. Ach, ich krieg den Hirsch nicht. So. Ja, wir sind am Ende einer Folge. Und wie ich am Anfang gefehlt habe mit der Ansage, möchte ich auch am Ende fehlen. Hm.
War schön mit euch, ja. Lars, dem geht's eigentlich soweit ganz gut. Er kann nur jetzt im Moment nicht mehr weiterreden, weil er jetzt schwer beschäftigt ist mit sich selber und seiner Ausdrucksweise. Und ich wünsche euch allen viel Spaß bei den nächsten Folgen. Bei dem Durchqueren dieses verbrannten Bioms wünsche ich mir viel Glück und dem Kamin auch natürlich. Ja, danke.